Die katholische Kirche ist tödlich verwundet und wird es nicht überleben. Das ist meine Einschätzung. Was glaubst du, hat sie falsch gemacht? Alles. Alles. Sie hat in allen Konzilen das Falsche entschieden, hat sich nicht für den Glauben, nicht für Jesus. Würde ich Jesus heutzutage in der katholischen Kirche antreffen? Wo? Wo würde ich ihn treffen? Also was würde er dort machen? Was hätte er dort verloren, ehrlich gesagt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus irgendetwas mit der katholischen Kirche zu tun haben wollen würde, sondern eher sagen würde, Leute, haltet euch fern von dieser, ich will die ganzen Namen, die katholische Kirche inne hat, gar nicht nennen, weil das ist beleidigend, aber nichtsdestotrotz, ich muss sehr stark vor ihr warnen. Ich kenne sie und ich weiß, dass sie uns verführt hat. Und was hat die katholische Kirche mit dem Bankensystem zu tun? Wie kann die katholische Kirche zu den Jesuiten stehen, zu den ganzen Hasspredigern, die innerhalb der Kirche Schutz gefunden haben? Das hätte nie passieren dürfen, diesen ganzen Mittler, den die katholische Kirche einnehmen will zwischen Jesus und mir. Das darf sie nicht tun. Sie darf mir nicht Maria als Himmelsgöttin verkaufen. Sie darf mir nicht die Heiligen und sie darf sie schon gar nicht im Vatikanstaat überlebensgroß aufhängen. Das sind alles Sachen, die mir Jesus gesagt haben, das ist vorbei. Lass das mit den Heiligen, lass diese ganze Menschwerdung von Göttlichmachung und dieses ganze, alles was die katholische Kirche darstellt, ist im Endeffekt für mich, hat mit Jesus nichts zu tun. Jesus hat mich wirklich errettet aus diesem ganzen Wahnsinn. Und ich kann es da nicht erkennen. Jesus würde sich nicht in der katholischen Kirche aufhalten. Ganz, ganz sicher. Mariensäugen ist doch schon... Da haben wir es doch wirklich, das ist da schon eine Sache, wo da man sagen kann, es gibt doch mehr Gebete, die an Maria entsandt werden auf der Welt, als an Jesus. Wenn man sich anguckt, einen Schrein, ja, nur interessant ist ja, warum kann man das verstehen? Moment mal, interessant da ist ja auch das zu trennen. Jesus sagt, ich bin der Weg, du musst niemand anderes Sünde schaffen, genau, damit der Hölle, Sünde, der arme Sünder immer büßen muss, immer den Mittler braucht, weil er hat ja diesen Schlüssel nicht, ja, das Werk. Jesus hat uns ja nicht errettet. Ja, nicht richtig wieder mit Marien. Maria dürfte nie verehrt werden. Es müsste sofort irgendwie man müsste sagen, der Ahnung hat, wie zum Beispiel ein Ratzinger. Ich meine, das müssen ja all diese Theologen müssen wissen, dass das nicht geht. Aber ausgerechnet Ratzinger, dass ist man in uns seiner, keine Heiligen vorsetzen in kann seiner mit Figürchen und. Ja, da gibt es wie viele Beschreibungen in der Bibel, dass das nicht geht. Und wie viele Kirchen verkaufen diese Utensilien vor in der Kirche überall? Diese ganze Kirchensteuergeschichte, das gehört abgeschafft. Wie kann denn eine Kirche zusätzlich, dass sie Kirchensteuer einsammelt bei den Gläubigen ihrer Glaubensgemeinschaft, noch vom deutschen Staat zusätzliche Milliarden einsammeln? Wo geht es denn? Wie kann die katholische Kirche eine Bank besitzen? Die Ober, diese P2-Verbindungen, all diese Dinge dürften nicht, müssten auch im Büßergewand vom Papst vorgetragen, unter Tränen müsste der da raustreten. Und dann können wir mal die pädophilen Geschichten erzählen, weil das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Und ja, sie hat sich die perfekten Möglichkeiten geschafft, um das durchzuziehen. Ich traue keinem von diesen Leuten, die im Vatikan sich einschließen. Ich habe noch nie von Hausdurchsuchungen in Klöstern gehört. Das finde ich wäre an der Zeit. Dass davon ausgehen, dass wir getragen und geführt werden von Gott. Wenn wir das wieder zulassen, wenn wir sozusagen sagen, okay, ich brauche keinen Mittler, Herr, ich möchte mit dir meine eigene Beziehung führen. Ja, logisch werden wir dann auch diese Führung und dieses an die Hand nehmen erfahren. Mhm. Ja? Also im Moment ist natürlich immer diese Glocke der Religion über den Gläubigen. Und so wird nie ein wahrer Austausch mit Gott statt, in meiner Ansicht nach, stattfinden können. Und sobald man sozusagen sagt, so, ich nehme jetzt mal meine Gehhilfen, schmeiße ich weg und lass mich wirklich in deine Arme fallen. Und dann werden wir auch diese wunderbare Zeit ganz und gar erleben können, in die man da reingetragen wird. Und da muss man sich auch keine Gedanken machen, ja, was kommt denn danach? Es geht darum, dass diese Gesetze, die wir die ganze Zeit aus der Bibel uns holen wollen, die sind uns längst ins Herz geschrieben. Wenn ich dich mit Leuten zu tun habe, in deren Herz Gottes Gesetze geschrieben sind, dann brauche ich gar nicht mit denen in irgendeine Gemeinschaft zu treten, weil darum geht es eigentlich. Dieses ganze Jesus, alles was mit Jesus zu tun hat, müsste mittlerweile unausgesprochen funktionieren. Wir müssten miteinander so umgehen, dass wir diese Differenzen gar nicht haben,
Weil wir einfach die Liebe... Würde, wären wir ja schon im Reich Gottes. Nein, aber die Leute mauern und blockieren. Man lässt es einfach nicht. Wir sind im Reich Gottes. Also wir müssen nur auskehren. Wir sind in der Zeitung. Die Bibel ist eigentlich ein gefährliches Buch. Ist auch ein verdammt schwieriges. Absolut. Die katholische Kirche hat sich die Finger dran verbrannt, mehrfach. Die katholische Kirche hat aber immer gesagt, es gebraucht jemand... Hat Menschen verbrannt, weil sie die Bibel gelesen haben früher. Doch, es war in der Inquisition Ketzerei, war, wenn jemand die Bibel gelesen hat. Warum? Weil man jemand brauchte, der einem das beibringt. Und das war dann die katholische Kirche. Und das war die katholische Kirche, ja, die das beibringt. Mir hat, hat sie nicht? Doch. Sie hat mir nie erzählt, in meiner ganzen Zeit in der Kirche, als Messdiener, als Gläubiger, als was auch immer ich dort war, mit Aschekreuz auf der Stirn, sie hat mir nie erzählt, was in der Offenbarung des Johannes steht. Mir schon. Na, verstehen, dass wir diese Liebe, sobald man sich sozusagen, also in meinem Fall war es so, ich habe Jesus anders nochmal kennengelernt. Ich habe ja sozusagen wie ein zweites Leben geschenkt bekommen mit der Erkenntnis, dass Jesus wirklich mein Erlöser ist. Und ab der Zeit habe ich für mich ein anderes Leben leben können und konnte geben, ohne was zu fordern. Ja? Also all diese Dinge, glaube ich, würden uns es viel einfacher machen, zu erkennen, dass wir in einer Zeit wie dieser, in einem Deutschland wie diesen, mit dieser Sprache, mit den Möglichkeiten, fließendem Wasser, viel himmlischer wird es nicht mehr. Ja? Und wenn wir sozusagen in der Lage sind zu erkennen, dass wir gar nichts mehr brauchen dazu, sondern alles schon haben und eher mal aussortieren müssen und vielleicht mal so einen Frühjahrsputz machen im Himmel. Für mich, wir sind schon im Himmel. Er sagt, wir sind noch lange nicht da. Für mich ist alles da. Wir müssen einfach nur die richtigen Voraussetzungen schaffen, sondern einfach zulassen. Und dann ist alles gegeben. Wenn die Kirche uns aufklärt über diese vielen Lügen, dann ist der Himmel... Da ist nur noch eine kleine Papierwand dazwischen.